Players Lounge. Herzlich willkommen in der Players Lounge. Es ist ganz schön heiß, auch wenn man nicht mitspielt, oder? Auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr heiß. Aber dieses Spiel wieder. Wir haben halt unsere ersten 20 Minuten, wie jedes Mal. Aber zum Glück haben wir es noch zum Guten und zum Positiven gewendet. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel der Damen war heute auch mit Emotionen. So viel Spielzeiten hast du nicht gehabt. Aber wenn du auf dem Spielfeld warst, dann... Doch, also heute war es seit langem mal wieder so, dass es richtig viel Spaß gemacht hat und auch auf der Bank und auch innerhalb von der Mannschaft einfach die Stimmung richtig gut war. Und mir auch, ja, es ist immer schwierig, wenn man halt als Favorit schon betitelt worden ist, im Vorbericht und jeder liest und das machen halt so, ja, so gemischte Gefühle. Und trotz allem war es dann halt so, wir waren einfach gut drauf und es war gut, wir waren alle gut gelernt und die Tore waren auch wieder querbeet einfach verteilt. Mhm. Und das war heute auch wieder unsere Stärke. Aber wenn wir die eine oder andere Chance vergeben haben, da sind wir ja besonders gut drin, aber wichtig ist das Ergebnis und das spricht auf jeden Fall für sich. Hast du dich überhaupt schon vorgestellt? Also ich bin Marina Radke, bin noch die einzige übrige, die aus Elbe immer kommt. Und ich werde 22. Und möchte mich bei der Schanne bedenken, die heute schon der Kasten zeichnet. Aber ich darf meinen demnächst auch zahlen, das 30. Tor. Ja, das habe ich gesehen, wie nachher hier, guck auf die Anzeige nachher. Was machst du beruflich? Ich bin Erzieherin. Mhm. Wie lange spielst du schon Handball? Seit der 5. Klasse. Also auch schon von ganz, genau. ganz erst in Erlangen und dann gab es in Erlangen leider nicht mehr die Möglichkeit. Wir waren einfach zu wenig, weil die ganzen Studenten weg waren aus Erlangen. Und seither bin ich jetzt in Aalen. Und, macht Spaß? Ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten bei den Damen sind wir jetzt wirklich, aber die anderen, wo wir da waren, wirklich gut integriert und das ist wirklich spitzenmäßig doch. Mhm. Hat auch jetzt Spaß gemacht zuzugucken. Also heute sieht es auch ganz gut aus hier bei den Herren, wenn man so ja, auf die Anzeigetafel mit 17:10, also erstaunlich, mit dem habe ich nicht gerechnet. Was hast du sonst noch als Hobbys? Ich höre gerne Musik, ich lese gerne. Bin aber auch ein Familienmensch einfach und kann auch mit meiner Familie Spieleabende oder anderes einfach unabhängig jetzt von Handball und Weggehen auch einfach kann man mal daheim sein. Super, wir freuen uns alle schon auf die Weihnachtsfeier, da wird ja irgendwann am 16. auch genau. Hier im Café, da werden wir alle wiedersehen. Okay, war toll, also ich meine, so schnell gehen die 2 Minuten oder die 2:30 rum und ich habe gar nicht so viel geredet. Das letzte Wort für dich. Also ich wünsche den Männern nur toi 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 ganz viel Glück, die sollen es krachen lassen und möglichst auch mindestens 30 Tore bitte schießen. Doch und einfach alles Gute, Männer. Dann wäre es ein tolles Wochenende, zumindest am Sonntag also gewesen. Ja, die HG auf jeden Fall. Und ich muss natürlich ganz herzlich meine Mädels grüßen. Und juhu, wir haben gewonnen. Alles klar, danke. Danke auch.